So. Ja, das war gerade an, aber ich habe den Stream versehentlich wieder ausgeschaltet. Wir überspringen das ganze Prozedere jetzt einfach. So, jetzt bin ich live, aber auch wirklich mit kleiner Verzögerung. Weil ich ein bisschen deppert bin. Wurscht ist, jetzt haben wir es. Hoffentlich. So. Ich habe heute geplant, den Pool vielleicht mal ein bisschen auf Trab zu halten. Schauen wir mal. Ja, jetzt aber Elo. I'm so sorry. Ich bin mal wieder so blöd gewesen. Bin gerade noch angehalten worden. Weil ich ja. Ich krieg's ja nicht gebacken, vernünftig an den Haltelinien zu stehen zu bleiben. Ich kann noch eine Einschulung bekommen, wie man an Haltelinien stehen bleibt. Von Wege 100. Oder Wege 101. Irgendwie so. Oh, was zu trinken? Da. Heute mal nicht mit Face. Oder jedenfalls jetzt noch nicht, weil ich erstmal was essen möchte. Oi, da ist ja Meth. Oh, und da ist ein Funkwagen. Wo kommt denn der her? Huch. Fahr doch! Mann! Lass mich in Ruhe. Hoffentlich. Ja, ich weiß doch, wie man halt Linien stehen bleibt. Anrollen und rüberfahren. Aber mal wieder Musik hier anmachen. Hallo Fredle. Servus. Das geht. Essen, das geht. Ich hab mir gerade vorm Stream nochmal schnell Nudeln in die Pfanne gehauen. Wo ist Essen? Ich begrüße alle Felix. Ja, bei mir ist Essen. Ich werde nur schnell aufessen. Grütze. Nein, Grüße. Nicht Grütze. Grütze ist was anderes. Danach kann ich Action und Randale machen. Erstmal Hallo an alle. Nennen wir es so. Ich habe es heute im Ernst geschafft. Also, zum Glück. Ich schaffe mein Essen mal nicht verbrennen zu lassen. Heute Billers. Vermutlich ja. Ich habe gestern schon einen gemacht. Mit der Grove zusammen. Es ist tatsächlich positiv verlaufen. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ja.
Ich soll Hallo. Was? Oh, ich schütze vom Stift. Ja, Grüße zurück zum Ulrich. Ich muss zu einem noblen S-Laden, das meine Frau vor 20.50 Uhr reserviert hat, wovon ich keine Ahnung hatte. Oh, war ja. Positiv, ja, der Bilder lief gestern positiv. Gar nicht aufgeräumt hier. So. Ihr müsst ja nicht mein Chaos im Hintergrund sehen, wenn ich die. Ah, oh, scheiße. Wenn ich die Cam anreiße. So. Passt. Ich richte dann gleich die Cam ein. Bin gleich wieder zurück. Oh weh, die Cam schon wieder. Na sicher. Gerade für Sie, Herr Fisch. Schon wieder alles auseinander. Okay. Moment. Un Moment, por favor. Wofür ist kein Jojo? Moment, Moment. Kriegt ihr sofort. Hetzt mich nur nicht. Tada. Ich hechelt ins Mikro. Kurz Marathon gelaufen. Nein! Ich habe nur mein Headset gerade wieder aufgesetzt. Deswegen. Der Weg vom PC bis zur Küche ist bei mir ein Marathon. Ja gut, bei mir muss ich auch erstmal quer durchs Haus. Achso, jetzt. Da, bitteschön. Na, Moment, warte mal. Jetzt passt das. Moin, Max. Stoß gegen das Vermummungsgurt. Da fehlt die Hälfte. Wo fehlt die Hälfte? Ist okay, ich hab verstanden, dass du da bist. Wo fehlt die Hälfte, hä? Was? Wie? Wo? Oh, noch ein bisschen kleiner hier. Die Hälfte deines Gesichts, die Hälfte meines Gesichts ist hier unten. Moin, moin. Begrüße. Ich bin noch wir
würden dann Koks machen gehen, wenn das passt. Na klar. Für Eigenkonsum, ist da was? Nö, alles gut. Könnt ihr ja machen. Okay, alles klar, passt. Schönen Abend noch. Danke, euch auch. Danke. Ah, wir sind im Funk, gell? Ja, passt, ich auch gleich wieder. So, damit ihr den Funk natürlich nicht seht, weil wir den trotzdem geheim halten wollen. Schwuppdiwupp. Lineal im Funk. Tamam. Verstanden. Die Sippschaft. So, jetzt passt's wieder. Lineal im Funk, ja. Was willst du machen? Nennen mich halt alle lineal. Steht der Sp. Hallo? Oh, das war eine scheiß Idee. Der steht da immer. Das ist ein Wahnsinn. Was kannst du. Oh, hallo für dich. Och, nö. Hab dich auf Spotify mit 83k gehörten Minuten überholt. So macht man das. Guck, guck. Hello there. Ah, verdammt. Ich krieg den da noch weg. Den kriegen wir noch von der Straße. Gut, okay, nevermind, lassen wir ihn einfach da stehen, wo er steht. Ja, hey Gott. Am Ende holt er diese FPD. Ich habe tatsächlich. Das eine Mal, das weiß Vibes auch ganz gut. Ich habe gedacht, ich kann den abstechen. So stand dann mit dem Messer da und dann, ja. Gab's Scholz? Eine, hier gab es eine Bildermeldung. Braucht man zum Verarbeiten irgendwas anderes außer diese Blätter? Boah, das weiß ich gar nicht. Okay, wurscht, wir werden es herausfinden. Ich werde auch safe gleich irgendwo wieder erwischt, wie ich fahre. Jetzt schneit das schon wieder! Oder es fängt an, oder ja. Oh Mann. Was ein Clip. Mit dem Fast hier nichts Neues. Jetzt muss ich. Och nö. Muss ich jetzt echt ein Bilder mit dem Auto machen? Egal, das kriegen wir hin. Aber das kann ich nicht. Oh Gott. Discord? Moment. Ich muss Discord noch kurz ausschalten. Moment hier. So. Doch, doch. Schau mal, die Maske kennen wir irgendwo her. Oder das ist. Ah. Ah, mein Moped ist wieder da. Kreativ. Was wie kreativ. Jetzt ist die Frage, Civic oder wo ist mein anderes Auto hin? Oh. Wo habe ich denn das geparkt? Da, 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 da. Ich weiß wo.
die Cam nur bei mir Framespinne. Das weiß ich nicht. Ja. Doch, tut sie! Hilfe, was hieß? Das sollte nicht sein. Jetzt dürfte es wieder passen, hoffentlich. Jetzt habe ich alles weggemacht. So, jetzt ist aber wieder. Passt hoffentlich wieder. Ja, ich habe keine Facecam anders. Kann ich mir auch nicht leisten. Noch nicht. Yes, du! Was ist denn mit dir? Ach, das war ja ein bisschen zu weit dran. Da, wo ich nicht hin wollte. Geht auf Amazon. Zimmer, wie, du bestellst mir schon wieder irgendwas. Mein Auto ist nicht... Wo ist mein Auto? Ich check... Hä? Oh, ich weiß wo. Wenn ich Donations annehmen könnte, dann hätte ich gesagt, dann könnt ihr mir ja dabei helfen, eine Facecam zu kriegen. Mich unterstützen, aber hab ich nicht. Bruder, diese Musik, das ist. Gib ich schon um, gib ihm Paypal regelt. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich brauche irgendwen, der mir dabei hilft, das einzustellen. Oh. Schuppdiwupp. Och, Scholz. Ich kann mal machen. Hast du PayPal? Ja, hab ich. Da ist er. Den wollte ich haben. Erst Sheriff, dann bist du gerade an. Also, ich hab's gerade bemerkt. Jetzt nur Test Nummer 3 zu zweit noch sitzen kann. Oder neben uns zwar. Weiß ich nicht. Ist gut. Das Auto kenne ich. Bug mittlerweile behoben. Was für ein Bug? Hä? Das ist jetzt Parken aller Scholz.
Auto sieht doch so scheiße auf Entfernung aus. Ja, das sah auf Entfernung schon immer scheiße aus. Ich brauche unbedingt ein Auto, wo ich das Kennzeichen abmachen kann. Nee, ich glaube nicht. Ach ja, mein schönes Outfit. Ja, ja. Max, vielleicht hinterm Kleidungsladen. Die hab ich auch. Was hast du auch? Problem, wenn ich einen Biller mache, dann sieht man mein Kennzeichen hinten. Und das könnte mir verdammt zur Dings werden. Kann ich hier irgendwas abmachen? Sieht schlecht aus. Ach, wird schon keiner sehen. Wird schon keiner sehen. Zimmer, ich kenne das. Ich oft genug durchgemacht. Ja, außer die Pool. Egal, ich zieh's einfach durch. Oha. Huch. Ich wollte natürlich rückwärts fahren, was anderes habe ich gar nicht vorgehabt. Das wird so schief gehen. Erst eben nur ein Motorrad gefunden. Hallo Maverick. Schau jetzt ein Auto fahren. Yes. 2016. Keine gute Idee. Das könnte durchaus lustig werden. Ja. Ja. Weißt du nur, wo du auch mit dem Motorrad fahren wirst? Dann ist ja schon vorher beim MPC, bevor du anfängst. Nein, 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 nein. Spinnt denn. Spinnt Funkgerät, oder? Ich mach gleich vermutlich einen Biller. Und wo? Ja, ich denk mal. Ja, Westautobahn. So verstanden. Wenn ich nicht schon vorher erwischt werde. Ich bin nervös, ich bin ehrlich. Digga, er steht da immer noch. Problem ist, wenn jetzt wer bei der rosa Kaserne ist, dann bin ich echt dran. Dann bin ich richtig dran. Ich und mit dem Auto flüchten, das ist. Das passt nicht. Rasa, knallt hier. Nix ist da. Ich wüsste jetzt gerade gerne, wo Sheriff ist. Hat er gesagt, dass er weggeht? Negativ. Oh, eine Bank weniger. Ich bin ganz kurz im Kopf.
Tolle Vorbereitung, ich habe meine Waffe nicht nach oben getan. Der arme Unterboden. Ja, wurscht. Der arme Verkäufer hier. Ja, hast recht. Es wird nicht gut gehen. Es wird einfach nicht gut gehen. Ja, sieh zu jetzt. Ja, hopp. Geben Sie die Waffe weg! Oh mein Gott, was schießt er direkt auf mich? Ist okay! Was schießt du direkt auf mich? Was war... Was? 50, 37, was 50, 37 wäre ich auf der Bahn. Was war denn das? Hände bleiben oben! Das habe ich ja jetzt gar nicht verstanden. Das habe ich ja jetzt gar nicht verstanden, Alter. Das war ja jetzt richtiger Scheiß. 2 Sekunden, Digga. Meine Güte. Ja, waren in der Nähe, aber dass sie direkt auf mich schießen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach. Wie heißt nochmal der Emote zum Ergeben? Ihr bleibt da stehen, bis die Kollegen einen treffen. Surrender. Ja, starten. 1 Meter mit Händen nach oben. Im Laden. Ja, wir warten noch auf Sie. Bleiben Sie da stehen. Digga, ich stehe doch da. Ich glaube, keiner versteht, warum es sofort geschossen wurde. Ja, ich check's nicht. Funk-Tech. Polizei ist bei mir. Unterlassen Sie es, Funken! 50, 37. Unterlassen Sie es! Alter. Ah, Gott. Passt. Hast du ihn? Bin ready. Draufhalten, draufhalten, draufhalten. Achtung, Data hat vorhin noch... Ja, jetzt nicht mehr. Grüße. Begrüße. Sie werden von mir jetzt durchsucht. Nein, der in Haft. Ich drehe mit dem Laufen Richtung der Polizei. Ja, ich habe die ja noch nicht mehr gesehen. Ich habe nur mich in die Richtung gedreht, um zu schauen. Und sind sehr viele Fahrzeugschlüssel. Gehören die alle Ihnen? Ja. Ich könnte vielleicht die Rettung gebrauchen. Ihr Kollege hat mich angeschossen. Wir wissen schon, ist schon geordert worden. Ich check's nicht. Ich check es einfach nicht. Eine Mini-Pistole sichergestellt. Und ich wieder in Funk. Augen. Okay. Könntest du das erste Hilfeset aus dem Auto holen? Mach mal erst das Auge. Ich komm wieder und du bist festgenommen. Ja, er hat halt direkt auf mich geschossen. So, also was soll ich denn weiter machen? Wegrennen bringt sich dann nichts mehr. Das wäre ja dumm. Vor allem, wenn die alle vorm Laden stehen, dann... Da stehe ich auf die Funktaste und redet nicht. Was? Ja, ja. Hallo, hallo? Gut. Ui, Ihnen geht's gar nicht gut, ha? Nee, wenn sie auch direkt auf mich schießen, was... Ja, wenn sie sich umdrehen mit einer Waffe in der Hand und die auf uns richten, glauben sie, wir fragen dreimal nach. Ich hab mein Auto schon abgestellt, ich geh's kurz hin. Ich hab's ja noch nicht gesehen, ich hab mich mal umgedreht. 5 Grad. Und sie haben direkt das Feuer auf mich eröffnet. Ja, wenn sie sich mit einer Waffe in der Hand in unsere Richtung drehen, ja, die Waffe dann in unsere Richtung gehen. Das verstehe ich ja auch, aber dann kann man vielleicht erstmal sagen, dass ich die Waffe runtergehe. Ja. So funktioniert das nicht, wenn sie eine Waffe auf uns richten. Ja, ist mir klar, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe ja nicht mal gewusst, dass sie schon draußen stehen. Sonst hätte ich ja nicht die Waffe auf sie gerichtet. Ich habe mich nur umgedreht, um nach draußen zu schauen. Okay. Oh mein Gott. Diskussionen mit Scholz. Ja, ich verbinde mal das Blut, das sie da ein bisschen verlieren. So. So, ich hab leider nichts mehr, Kollege. Hat doch ein Verbandsbecken noch. Ja, ja. Das kriegen wir hier. Das war ein schnelles Ende. Oh mein Gott.
Gut, blutet so weil. Jetzt sind einmal nimmer. Ja, bitte erspar die mir, die Diskussion dauern immer 2,5 Stunden. Sie wird es überleben. Sie wird es überleben. Oh mein Gott. Ach je. Die Rettung ist bereits informiert, gell? Die ist gleich ja. Da. Okay. Gut, in der Zwischenzeit. Den Rest. Wenn ihnen schwummelig wird, sagen sie Bescheid, gell? Ja. Ich sag ja, es wird so schief gehen. Es wird so schief gehen und es ist absolut schief gegangen. Das war's dann mit keinem Eintrag. Ja. Schießen die auch nicht. Ja, Waffe ist halt so, aber das hab ich. Das halt, das habe ich noch nie so erlebt. Also doch, zwar schon ein paar Mal, aber nicht so im Biller. Könnte man mir wenigstens die Maske runtergeben, dass ich ein bisschen besser Luft bekomme? Bitte was? Könnte man mir wenigstens die Maske runtergeben, dass ich ein bisschen besser Luft bekomme? Können wir gerne machen. Schaut's. Bitteschön. So. Dankeschön. Ui. Alles in Ordnung? Ob da was bei der Folie rauskommt? Keine Ahnung, ich hab doch gut gemacht. Ja, der wollte auf dem Foto drauf sein, Alter. Kommen Sie. Ah, okay. Du hast bei der Frau rausgekommen. Ja, positiv im Main, holt ja. Ach ja. Okay, dann verletzen wir mal mit deinem. Das ist schon mal jetzt Quatsch. Ich bin gerade so ein Foto machen und auf einmal denke ich, hey, warum macht diese Kamera so? Alles klar. Ja, heutiger Stream vermutlich Knast-RP. Ganz toll. Ich sitze auch in der hintersten Ecke hier. Ah je. Normalerweise hätte ich es ja mit dem Moped gemacht, aber da es ja eben gerade angefangen hat, ja, dass sie Schnee gemacht haben, also dass es schneit, habe ich natürlich aus Eigenverstand das Moped natürlich weggeparkt. Ich wusste, ich hätte einen weiter oben nehmen sollen. Das hätte vielleicht funktioniert. Gut. Sie kriegen noch morgens jetzt Luft und alles in Ordnung, oder? Ja, es geht. Ja. Alles gut. Okay. Könnte ich ja noch mal kurz nachschauen, ob sie also irgendwas anderes Illegales einstecken haben. Okay, außer einen Haufen Autoschlüssel haben sie nichts einstecken. Nein. Gut. Ja, ja. Was geht? Grüße. Er watschelt an mir vorbei. Grüß Gott. Als wäre es ganz normal. Überhaupt Rettung da? Ja, 7 Stück sogar.
Ewigkeiten später. Ich wusste, ich hätte das nicht zu Anfang des Streams machen sollen. Ich hoffe, ich habe nichts Illegales im Auto. Du hast im Auto drin? Im Auto war im Handschuhfach 5 Gramm Meth, im Kofferraum 1 Gramm Meth und eine Essenspistole war drin. Ah, leider. Ich wusste, dass ich noch was im Auto habe. Damit wäre das nun auch beantwortet. Er weiß, als hätte er es mitbekommen. Scheiße, ich hoffe, ich habe nichts Illegales im Auto. War noch was im Auto? Ja, also im Handschuh war noch 5 Gramm Meth. Gut, ja. Ja, da war noch was im Auto. Aber gut, 10 Gramm sind der Eigenbedarf. Also können die 5 Gramm wenigstens. Ah, Scholz. Kann ich antworten. Scholz? Scholz meinte vorher, dass sie einen Bilder machen will. Na warm, okay. Kann sein, dass vielleicht hinter Gitter sitzt. Okay, das ist natürlich scheiße, aber was soll man machen? Das ist natürlich scheiße, aber was soll man machen? So, was machen wir jetzt? Was? Ja, gut. Ja, da treffen wir uns mit dem Auto. Ja, wo ist das Auto? Was ist das Park? Fahr mal zur Tankstelle. Ja, bin gerade da. Fang nächstes Mal zu, wenn sie noch sagt, wo man ist und was gerade vor der Tür steht. Ja, die zuhören ist nicht immer deren Stärke. Aber gut, Felix, da bist du auch so ein Kandidat von. Kommt jetzt noch die Rettung? Geht das hier jetzt noch mal weiter? Ist nur die Wahrheit. Folg mir. Hallo. Vor dem blauen Gebäude links. Kann man mit Handfesseln eigentlich wieder aufstehen, wenn ich X drücke? Na, fuck. Ich wollte mich hinsetzen. Na, ach oh Gott. Setz dich hin. So. Ich begrüße. Also für dich einmal vorab. Jetzt hab ich Person Gott. Hat einen Raub gemacht. Hat dann gemeint, sie muss mit der Waffe auf uns zielen. Dabei hat sie einen Schuss abbekommen. Ja. Verletzt. Verletzung wurde vorläufig einmal erst versorgt. Die Dame sitzt im Warmen. Guten Tag. Begrüße. Wollen Sie auch nochmal erklären, was vorgefallen? Ja, das wurde denn ja gerade schon gut erklärt. Wo war denn die Verletzung? Ich hab Schulter. Tut es ziemlich rechts, weh. Links. Rechts.
Schulter rechts, alles. Ja. Im Kopf reden wir jetzt mal nicht. Schmerzen irgendwie von Skala 1 bis 10. Ach, so eine Schusswunde tut schon weh. Also. 6, 7. Nur 6, 7, alles klar. Irgendwelche Allergienvorerkrankungen? Nein, gar keine. Gar nichts. Okay. Ich würde ihn auf jeden Fall, wenn irgendwie möglich, dass die Polizei in die Handschellen vorne anlegt, dass ich einen Zugang legen könnte. Mit Infusion, das wäre super. Dass ich ein bisschen Flüssigkeit kriege, dann könnte ich ihn auch gegen die Schmerzen verarbeiten. Vorne an. Ich glaube, ich fernbleiben. Nein, das waren halt direkt um die Ecke, also was will man machen? Was? Perfekt. Ist nur mal blöd gelaufen. Nicht erschrecken, piekst du mal kurz. Ja, klar. Was heißt Handschuhe nochmal? Los. Alles klar, sonst soweit bis jetzt kerngesund im Leben gewesen. Ja. Letzter Alkohol, Drogenkonsum? Ist ein bisschen her. Bedeutet? Woche? Eine Woche, was war das denn? Ah, wunderschön. Grüß dich, Mahlzeit. Was haben wir denn? War nur Alkohol. Streifschuss, rechte Schulter. Wurde von der Polizei bereits versorgt. Infusion und Zugang am rechten Arm. Grün. Okay. Schmerzskala 6 bis 8. Okay. Jo. Und Vitalwerte, also. So, also Puls soweit kräftig tastbar. Blutdruck habe ich derzeit noch nicht, weil ich gerade zu Hause gekümmert hatte. Okay. Bin auch noch nicht lang da. Was? Okay. Von der Polizei wurde niemand verwundet, richtig? Nein. Blutdruck haben wir 90 zu 60. Ist ein bisschen niedrig. Okay. Ein klein wenig. Ich hab mich so auf eine geile Verfolgung gesetzt. Ich würd's mitnehmen, ins AKH am Abteil lassen, drüber schauen. Mhm. Was? Ja, dann werde ich mir die Trage vorbereiten. Guckst du dann einmal, das wäre super. Perfekt. Ja. Perfekt. Einen wunderschönen. Mein Name ist Daniel. Begrüße. Alles klar, mein Schmerz ist gleich geblieben. 6. Ja. 8. Alles in Ordnung soweit noch. Alles in Ordnung, gut. Noch. In Ordnung, ja. Gut, sonst irgendetwas? Irgendwelche Übelkeit oder nein, irgendetwas? Nein. Gar nichts. Ein bisschen Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, okay. Sind dann schwarz vor irgendwo, seit sie angeschossen wurden? Na, gar nicht. Okay. Bei 6 bis 8 sind wir eigentlich schon in der Intervention drin, also brauchen wir so Schmerzmittel oder nicht? Nein, nein, das geht schon. Okay. Ich steck einiges weg. Ja, anscheinend auch cool, ne? Ja, gut. Wurden Ihnen denn bis auf jetzt vom Kollegen Schmerzmittel angeboten? Nein. Okay. Was tun die da draußen? Was? Trage ist draußen vorbereitet, wundervoll. Okay. Können wir da draußen ein bisschen leiser schießen, dass wir mal ein bisschen rein. Entschuldigung. Alles klar, gut. Dann würden wir so in den Arm schießen. Das liegt dran, weil die Türke Fanstimme hat. Ja, ich meine, das kann vielleicht irgendwie so einen posttraumatischen Belastungsstörungs-Shit triggern. Du weißt. Passt. Dann auf 3. 1, 2, 3. Schlägen. Ja, schon. Und dann tragen wir es einmal zur Trage raus. Was machen die da mit meinem Auto? Die bauen das ja völlig auseinander hier. Sitzen oder liegend? Haha, hab Angst. Sitzen dürft passend. So, alles klar. Passt dann auf 3. 1, 2, 3. Das ist perfekt. Oh, da hier ist was los. Dann schneiden wir sie noch an, dass sie nicht runterfallen während der Fahrt. Jo.
Ich gebe ihm da mal zwei gute über die Schulter. Einmal. Dankeschön. Zweimal. So. Passt, perfekt. Mein Brustgurt, können wir zusammen. So, weg. So. Ah, die drüben stehen hier noch alle. Jetzt ist die Frage gemäß Paul, wie die verfahren möchte. Ja. Ich schätze mal mit Begleitung. Vermute ich auch. Die Frage ist nur wer und wann. Jetzt wäre gut, ist kalt. Ich bringe sie schon mal zum RTW. Ja, ich kläre das für dann frieren sie nicht. Passt. Ja, da wird mein Auto abgeschleppt. Nicht erschrecken beim Einladen, ruckelst du einmal kurz. Ja, alles gut. Ah, ist perfekt. Das kennt die Scholz ja schon. Ich habe gerade so. Begleitung wird auch gefunden. Ja, das genau. Ist Exekutive ist schon am Weg, also es weiß zumindest schon mal jemand Bescheid. Perfekt. Sie klären, glaube ich, noch ab. Okay, passt. Außer der ist jetzt da eingestiegen vorne. Und der ist eingestiegen. Ach gerade so. Eben. Ja. Hast du so viel Vertrauen? Alles klar, machst du die Vormeldung dann für dich selber, ja? Das Acker. Ah, jojo. Wir werden dann für dich gleich. Ah, alles gut. Ich denke, wir sind zum zweiten Auto. Ich weiß nicht, ist sie so gefährdet? Angeschnallt ist und Handschellen hat sie vorne, also da kann nichts passieren. Perfekt, wenn sie unter der Fahrt rausspringt, laut schreien. Wenn sie springt, dann bremse ich. Oder schieb zurück, wie es lustiger. Wenn es knallt, noch einen Meter. Nein. Sind sie soweit? Ja. Selbstverständlich. Ich glaube, das kann losgehen. Es sieht hier hinten irgendwie ganz schön. Das kann nicht ziehen. Dann müssen aber keine Fenster mehr hin. Da ist alles voll mit Fenstern. Okay. Haben sie wirklich nichts eingenommen? Ich habe nichts eingenommen. Also ich gehe von aus. Okay. Hinter uns der Schleifenwagen hat kein Blaulicht bei mir. Okay, Licht. Ja. Ich sehe hinten auch nichts reinscheinen. Durch die Fenster. Leitstelle von Nasa Lines. Bido. Ach Gott. Nasa Lines mit AKH-Voranmeldung. Patientin weiblich. Okay. Ballistisches Trauma, rechte Schulter. Einmal AKH. Was war denn das gerade? Die RTW ist bei mir einfach Fetzen hier nicht hinten. Ja. Nicht erschrecken, ruckelt einmal. Ja, klar. Das Prozedere kennen Sie vermutlich. Ja.
Passt. Gute Besserung. Dankeschön. Jetzt was reden oder nicht? Hören Sie mich? Okay. Er isst einfach erstmal. Wo kommt denn er jetzt her? Hilfe. Okay. Ich würde empfehlen, die Dame kommt aber aus dem... Oh nein, das ist ganz schlimm. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Oh. Huch. Gut. Gut. Einmal bitte unten. Gut. Ich habe jetzt noch einmal kurz die Taschen schauen, was noch irgendwas dabei haben, was die Kollegen vielleicht was sehen haben. Gottes Willen, wie viele Motorräder haben sie? Viele. Ich seh's. Sie haben 7 verschiedene Autoschlüssel dabei. Ja, normalerweise 8. Einen habe ich verloren. Herzlichen Glückwunsch. Kommt halt mal vor bei so vielen Schlüsseln. Ja. Ach je. Jetzt sehe ich auch mal die Zellen vom neuen SBK. Ah, hey. Kennen Sie schon? Ich nicht. Also, ich weiß, wie sie aussehen, aber ich bin da nicht drin gesessen. Gut, ich schneide sie noch einmal an. Ja.
Sind wir fertig? Ja. Passt. Perfekt. Der Funkschalter Anton 1 verbringt noch die Festnahme in Seesbekein in den Arrestbereich. Ich sehe das halbe SPK mal wieder nicht. Ah, hier sehe ich wieder was. Alter, der Funkwag ist bei mir auch komplett witzenhinnig. Ich sehe nix. Oh, war ja. Sheriff! Kannst du kurz die Tür zusperren? Ich kann da nicht zusperren. Abgeführt. Okay. Ich gebe da kurz, was ich abgenommen habe. Jo. 123. Gut. Die Dame einmal umdrehen bitte und zum. Wir brauchen eine ID Behandlung noch. Ach so. Okay. Ich habe gar nicht die behandelt. Okay, gut, und dann kommen Sie doch noch einmal raus, bitte. Verzeihung. Ja, bei den Blöden folgen, der gerade vorhin gegangen ich ist. Ich sehe den nirgendwo. Rechts. Rechts, okay. Müssen wir einfach gehen nur Sie denn jetzt vorhin? Nein. Okay, gehen ganz geradeaus, weiter. Geradeaus, okay. Genau, weiter rechts. Rechts, okay. Ja, genau, bis zum Anstehen. Wo? Bis zum Anstehen. Ja, und jetzt bei der Türe links rein. Ah, da. Genau. Ich staub. Ich lese Ihnen jetzt einmal die Handfesseln, und wenn ich es von Ihnen Fingerabdrücke nehme und DNA proben und ein Foto mache. Zum Beispiel, ich bitte da links zu diesem Scanner. Da. Nein, links. Weiter links. Ich sehe hier drin halt nichts, das ist das Problem. Sehen Sie mich? Nein, ich sehe niemanden. Okay. Einmal. Ah, wir machen es südwestlich von ihnen. Ja, na, warte. Ich würde mich sonst kurz flottschlappen. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Jetzt so. Sehen Sie wieder was? Ja. Jetzt legen Sie einmal da die. Einmal die Handfläche draufgeben. Genau. Das ist ja interessant. Okay. Und dann die Finger einzeln abstreichen. Nein, hab ich nicht. Genau. So. Dann nehmen wir uns jetzt der DNA-Testset. Können Sie mal herdrehen.
Kollegen, sehen Sie jetzt? Ja, ich sehe wieder. Sehr gut. Nochmal so ein Stäbchen, da vorne ist so ein kleines Wattepädchen dran. Wir müssen jetzt mal einen Abschrei aus Ihrem Mund- und Rachenbereich nehmen, vorderer Rachenbereich. Gut. Ja. Müssen Sie einmal. Ich verweite. Ja, tschüss. Ja. Bäckchen rein. So. Schrief ich das Ganze da kurz. Corona und so drum am Strich. So, und leg mir das mal daher, das schicke ich nachher ins Labor weg. So, haben Sie irgendwelche Tattoos? Einige, ja. Einige, wo haben Sie denn überall Tattoos? Naja, fast überall. Dann müssen Sie sich einmal ein Kleid. Muss das sein? Ich meine, Sie brauchen meine Tattoos ja nicht kennen. Wir müssen Ihre Tattoos kennen. Sie sind jetzt im Landeskriminalamt, Sie sind beschuldigt in einem Strafverfahren. Darum dürfen wir mit Ihnen eine sogar eine EDE-Behandlung machen. Soll es freiwillig nicht gehen, dürfen wir es mit Zwang machen. Ja. Fragen? Puh, eigentlich nicht. Okay. Wollen Sie das mal weibliche Kollegin dazu holen? Ja, passt schon. Okay. Sie wollen alle Tattoos sehen. So. Können Sie sich da hinten nach an die Wand stellen? Ja. Dann müssen Sie jetzt einmal unsere. Müssen Sie uns Ihre Tattoos einmal zeigen? Rückentattoo. Vorne. Arme. Überall. Warum sind den Beinen auch Tattoos? An den Beinen tatsächlich nicht, nein. Nicht. Okay, dann einmal bitte wen? Meine Güte, dass sie echt die Tattoos sehen wollen. Passt, dann hat sich das schon wieder erledigt. Können Sie die Jacke wieder anziehen? Ich will nachher einfach wieder andere Tattoos drauf machen. So, dann können Sie es mir wieder einmal folgen. Hast du schon die Fotos gemacht? Hat sich erledigt. Hallo? Hallo? Reden Sie mit mir? Dann können Sie da eintreten. Haben wir. Hast du jetzt alles, was wir brauchen, oder? Ich habe alles, was wir brauchen. Okay. Kannst du die Kleiderschere abbestellen? So, also, Sie sind beschuldigt in einem Strafverfahren. Paragraph 143 Strafgesetzbuch, schwerer Raub. Warum schwer? Aufgrund dessen, dass das Ganze mit einer Schusswaffe durchgeführt worden ist. Ebenfalls nochmal bald 50 Waffengesetz für eine Waffe und eine Waffenpass. Gratuliere. Ja. So. Frau Legion 13. Ebenfalls darf ich Ihnen mitteilen, dass es mit Ihrem Zeugenschutzprogramm nichts mehr wird. Das gar ist mir nichts bewusst. So. Und? Gibt es noch Fragen? Nein. Okay. Warum haben Sie denn die Bielefiliale ausgebaut? Weil ich. Huch, Entschuldigung. Weil ich Geld gebraucht habe. Das Geld gebraucht haben. Ich meine es nicht, dass die Geldstrafen höher sind, wie das Geld, was Sie da draus bekommen? Nein. Ne, obwohl. Na, doch. Natürlich ist die Geldstrafe höher. Okay. Trotzdem habe ich Geld gebraucht. Nein, ich glaube, das liegt nicht an. Keine Sorge. Jo. Was haben Sie eigentlich dabei gedacht? Sie fahren stadtauswärts, Ihnen kommt ein Auto entgegen, überfallen Sie ein Bild. Wo ist denn mir ein Auto entgegengekommen? Auf der Autobahn. Das habe ich nicht gesehen. Überhöhte Geschwindigkeit. Widerrechtliches Parken am Gehsteig. Ich muss schon sagen, ein bisschen auffällig, wenn man mit dem Auto rückwärts zum Bilder steht. Das ist richtig. Falls Ihnen nicht auffällt, Sie werden beobachtet. Meinen Sie wirklich, man war so schnell vor Ort, weil niemand da war? Na doch, es wird bestimmt einer in der Umgebung gewesen sein. Genau. Hallo Maui. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Wir standen 50 Meter weiter, als der Raub reinkam. Wir standen auf der Straße, wir haben auf Ihr Auto geschaut. Wir haben gewusst, was Sie machen. Wir wissen, was Sie tun. Wir wissen, wo Sie sind und was Sie machen. Wir verfolgen jeden Schritt für Ihnen.
ist ja blöd gelaufen für mich. Aber so ist nun mal passiert. Ich verwehre aus. Okay. Machen Sie das Geldproblem. Was ist okay. mit dem Geldproblem? Man hat bei Ihnen ja Meth gefunden. Einmal hat man 5 Gramm Meth im Handschuhfach gefunden und 1 Gramm Meth im Kofferraum Ihres BMWs. Ja, ebenfalls hat man dort noch eine Schusswaffe gefunden. Von wo haben Sie das Suchtmittel? Das habe ich bekommen. Von wem haben Sie das bekommen? Von einem Kollegen. Was heißt Kollege? Von einem Kollegen halt. Wie heißt die Person? Das brauchen Sie nicht wissen. Muss er nicht alles erzählen. Warum ich das nicht wissen? Weil er nicht verpflichtet ist, mir alles zu erzählen. Okay, dann. Es ging jetzt um die Geldstrafe verringern. Na gut. Unterhalten wir uns auch mal über das WEF, das Sie da im Auto haben. Ja. Das ist Eigenbedarf. Ja, kommt das her? Es gibt keinen Eigenbedarf. Es gibt keinen Eigenbedarf. Und Paragraph 27 Absatz 1 Suchtmittelgesetz. Suchtmittel zum persönlichen Gebrauch. Eine Geldstrafe von, so, dass ich Ihnen jetzt da keinen Scheiß erzähle. Ja, ist mit einer Geldstrafe. Siehe Strafmaßkatalog online verfügbar. 3000 Euro und 30 Monate Haft. Alleine für das Suchtmittel. Aber dennoch. 10 Gramm fällt der Besitz. 10 Gramm fällt unter Eigenbedarf. Nein. Solange es unter 10 Gramm ist, gehen wir nicht von einem gewerblichen Verkauf aus. Ja, sehen Sie. Suchtmittel ist ab dem 1. Gramm verboten in Österreich. Ja, das ist ja interessant. Ja, das ist so. Es gibt keinen Eigenbedarf, es gibt nur... Hä? Der Konsum an sich ist nicht strafbar. Aber um es zu kompensieren, müssen Sie es besitzen. Richtig. Verstehen Sie es. Gut. Andere Sache, wo haben Sie denn die 2 Pistolen her, die wir bei Ihnen sichergestellt haben? Naja, auch bekommen. Auch bekommen. Von wem? Auch von Kollegen. Okay. Frau Scholz, vor ein paar Monaten waren Sie noch bei uns und haben einen Zeugenschutz angesucht. Also ja, da haben Sie uns erzählt, ja, dass Sie nichts damit zu tun haben mit ganzen kriminellen Sachen und jetzt erwischen wir Sie da bei einem schweren Raub. Ja. Mit Drogen im Auto. Ich habe halt, wie gesagt, Geld gebraucht, das ist... Das ich habe die ganze Zeit auf mein Zeugenschutzprogramm gewartet und... Naja, das ist... Ich meine, wenn Sie die Sache ist, halt, Sie sind halt immer wieder kriminell aufgefallen. Jetzt, wir konnten Ihnen bis jetzt nichts nachweisen, aber es ist ja trotzdem. Und jetzt haben wir natürlich die Schwarz auf Weiß, dass Sie da anscheinend mit Drogen zu tun haben, mit illegalen Schusswaffen und mit Überfällen. Ja, beim Überfall, ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, bin mal raus, da ich im Server bin. Wenn Sie wissen, Zacken was das jetzt für eine Strafe zur Folge hat, ich glaube, ich kann bleiben. Der schwere Raub. Ja. Du kannst bleiben. Ich gehe jetzt eh ins Hefen. Hallo? Eine Geldstrafe von 10.000 Euro. Das sind 45 Monate Haft. Ja. Also, ich sage einmal, das geht doch ins Geld. Das ist richtig. Das wird Ihre Geldprobleme nicht lösen, oder? Nicht wirklich. Solche Aktionen. Ah, Gott. Frau Scholz, möchte Sie in sonstigen Weise, irgendeiner Weise mit uns kooperieren? Oder sagen Sie, na, ich verrate niemanden, ich sag nichts, wo ich das hier habe? Ja, wie gesagt, ich muss ja nicht viel sagen. Ich bin jetzt nur beschuldigt wegen dem und... Ja, wie gesagt, aber wenn Sie uns sagen könnten, wer Ihnen das gegeben hat, wo Sie die Waffen hier haben, würden Sie uns auch weiterhelfen, da kommen wir natürlich auch entgegen. Ja, wie wollen Sie mir denn entgegenkommen? Naja, man könnte zum Beispiel halbe zum Geldstrafe. Einen Geldstrafe runtersetzen, oder man könnte die Haftstrafe noch weiter runtersetzen. Die Untersuchung ist auf den angerechnet, aber man könnte die Haftstrafe weiter. Was sag ich denn jetzt? Ich habe das selbst hergestellt. Mit der Geldstrafe. Aber dafür müssen Sie uns auch richtige Namen nennen. Und nicht einfach sagen, ja, der Herr Björn Müller hat uns das gegeben. Den habe ich bis jetzt einmal getroffen auf der Straße, hat er mich angesprochen. Naja, richtige Namen habe ich jetzt nicht unbedingt. Also. Okay. Also, können Sie uns sonst irgendwas erzählen? Naja, ich habe es halt aus dem Lager. Aus dem Lager. Ja. Aha. Familienlager. Was für Lager denn? Meine Schwester hat es mir da hinterlegt. Ihre Schwester? Ja. Okay.
Das heißt, sie haben uns ja letztens erzählt, sie sind wohnhaft bei der Adresse 7030. Ja. 7728. Das heißt, dort haben sie das hergenommen. Ja. Okay. Und? Habe ich den Rest halt rausgenommen. Okay, aus dem Lager bei 70. Bei 70 haben sie das rausgenommen. Aus dem Familienlager, ja. Auch die Drogen, oder? Ja. Und die Waffen. Okay. Oh mein Gott. Okay, na gut. Ich bin im Lügen so schlecht. Oh mein Gott. Gut, Frau Scholz. Ja, ich meine, wenn Sie uns mit Infos entgegenkommen, gehen wir mit der Geldstrafe um 3000 Euro runter. Ja, zahlst 7000 Euro. Ich glaube, das hilft Ihnen weiter, oder? Nein, ich würde eher von der Haftzeit ein bisschen runtergehen. Wenn Sie nichts dagegen Haftzeit haben. Okay. Ja, okay, können wir machen. Dann für Geld kann ich nachher auch arbeiten gehen, so ist nicht. Ja, okay, na gut, dann machen. Dann gehen wir mit der Haftzeit runter. Grundsätzlich, wenn Sie da jetzt noch 30 Monate, dann gehen wir noch weiter runter. Sagen Sie, gehen nur 20 Monate. Okay? Ja. Arbeiten. Gut. Ich gehe Drogen machen. Ja, gut. Strafe ausstehen, ja. Na, ich habe jetzt halt nur die Haftzeit genommen, weil. Ja. Was bringt das mir im Stream, wenn nachher das Stream nur mit so. Knast-RP läuft? Ach Gott, ich verklicke mich immer. Und einmal das wieder recht lebbar knacken, Gehsteck. Ich kann meine Blitzer noch zahlen, wenn ich eh schon dabei bin. 1 Euro Blitzer. So, 20 Monate Haft, dann werden sie in Kürze abgeholt. Essen, trinken, haben sie genug? Ja, habe ich genug. Warten, sie kriegen ihre Gegenstände. Und die Razzia ist da. Ich hoffe nicht. Was haben Sie für Glücksnummer? Die 137. Wenn die jetzt Razzia machen, scheiße. Also sie werden es bestimmt nicht mehr heute machen. Und wenn doch, dann haben wir vielleicht noch was für ein Stream. Oh, ich hab meinen Alkohol wieder. So, ich glaube, jetzt sollten sie alles wieder haben, was ihnen gehört. Ja. Passt. Glaube ich jedenfalls. Dann sind Kürze abgeholt. Alles klar. Du bist im Gefängnis für 20 weitere Monate. Na, das schaut ja wunderschön aus. Job Elektriker. Okay, interessant. Wie funktioniert. Hä, was? Ah, mit E. Okay, interessant. Aber in der nächsten Zeit definitiv nach der Aussage. Das heißt, alles umlagern. Jedenfalls an Drogen. Alles umlagern. Das mache ich jetzt 20 Minuten lang. Okay, also 20 Minuten des Streams bestehen jetzt daraus, dass ich hier sitze. Oh mein Gott. Ah. Man muss mir echt Lügen beibringen. Ich kann nicht lügen, ich bin einfach zu nett dafür. Hier rein. Man hat ja nichts, wenn man hier ist. Brauche ich hier ja gar nicht. Ach, egal.
kann man mit dem Dude hier? Ist ja nicht so, dass das da nicht steht, gell? Ja. Ich muss naja unbedingt noch eine Fehlermeldung schreiben wegen der Kleidung. Das ist ja ein bisschen Problematik. Oh. Ja. Aber hey, wenigstens haben wir aus den 45 Minuten Knast haben wir 20 gemacht. Mit Lügen und drumherum Dingsen. Naja. Kann man trainieren hier? Irgendwo? Krieg ich ja Watschen, wenn ich einen von denen fetz? Ich will es halt nicht riskieren. Probier's aus, ja. That's movie shit. Okay, ich dachte gerade wirklich, der will mich fetzen. Doink. Schuppdiwupp. Ledge. Ha! Na, mir ist so fad. Schuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwu. Versperrt, ja. Mann, das ist doch kacke. Ich wollte da irgendwo drauf. Alles versperrt. Scheiße. Ach, hier ist auf. Kriegen wir es denn auszubrechen? Irgendwie? Vielleicht? Aber wenn ich hier runterspringe, dann verletze ich mich. Muss doch irgendwie gehen. Ich wollte eigentlich da drüben rüber. Da. Zimmer im Funk. Da kommt der Herr Zimmer, jo. Der Fischi. Ist auch auf.
Ich wäre da jetzt straight runtergerannt. Das fällt alles so hoch, um da runter zu hüpfen. Es muss doch irgendwo eine Leiter geben. Da drüben, dann käme ich wenigstens nach vorn. Schubdiwupp und schubdiwu. Sollte hier oben nicht hüpfen. Nein! Oh mein Gott, aua. Okay. Ah, scheiße. Ah! Das war nicht gut. Warum bin ich nicht einfach da die Treppe runtergegangen? Ich bin so ein Idiot. Das gibt's nicht. Ah, oh Gott. Oh, da komme ich glaube ich nicht raus, gell? Warum springt man runter? Bist du suizidgefährdet? Nein, ich hab gedacht, wenn ich ein bisschen hüpfe, dann funktioniert die Leiter, weil die Leiter nicht funktioniert hat. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Warum war hier auf? Ich komm aber nur bis hier. Verdammt. Wenn ich da rüber kommen würde, da hoch und dann da runter. Aber ein Stacheldrahtzaun zu springen, das war ein bisschen. Das wird nicht funktionieren. Nein, das geht nicht. Ah, oh! Nur noch 10 Minuten. Also eigentlich wäre das eine übelst so gute Idee, wenn hier Wärme im Frosch eingeliefert wird. Wenn ich einfach kurz hier stehe, Frosch dann reinfährt, ich dann hier hinterhuschen würde und dann da rausrennen würde. Sowas könnte funktionieren, muss aber nicht. Oder halt eben hier drinnen. Nein, das wird aufhören. Außer ich würde. Ah. Ah. Ah, schön. Eben gerade bin ich hier noch durchgerannt. Jetzt. Ja, never mind. Da war ein Fehler sein. Von der Seite ist zugesperrt, von der anderen Seite aber nicht. Gut, dann warten wir die restlichen 8 Minuten.
Weil normalerweise... Das Ding ist, normalerweise müsstest du das mit dem Ding hier aufbrechen. Elektronik-Kit und Torknacker. Ja, das habe ich hier jetzt nicht dabei, du. Das liegt alles im Lager. Geht sowas, ja, ich habe keine Ahnung. Gut, mir geht's noch gut. Das ist gut. Ach, hey. 6 Minuten noch. Bis du da rauskommst, hast kein Blut mehr. Doch, doch. Problem wäre, wenn hier jetzt ein Funkwagen hinkommt und der sieht mich, dass ich hier stehe. Kriege ich vermutlich noch versuchter Ausbruch aus dem Gefängnis oder so ein Scheiß. Hallo, ich will da raus. Ich will in die Richtung raus. Versuchter Ausbruch, ja. Also wenn die jetzt wirklich durch die Kamera schauen würden und sehen mich hier stehen. Ah, hey, oh oh. Ein Ausbruch per se ist nicht strafbar. Das ist... Das weiß ich nicht. Damit kenne ich mich nicht aus. Ja gut, das... Ausbruchs aber meist mit strafrechtlichen Delikten einher. Ja. Also in Deutschland ist es nicht verboten, aus dem Knast auszubrechen, da dumm auszubrechen, aber jemanden verletzen, töten, bestechen oder Sachen beschädigen müsstest, würdest du dich dadurch strafbar machen? Keine Ahnung, wie es in Österreich ist. Sachbeschädigung, Diebstahl, Nötigung, Anstiftung zur Straftat und so weiter. Ja. Stimmt, stimmt. Halb sicher, wie jetzt erst deine Discord-Nachricht gesehen. Sie macht das Autobahn, fuck my life, ich freue mich schon auf eine Verfolgung. Ich hätte so gerne eine Verfolgung gemacht, aber. Ja. Gut. Satz mit X, das war mal nix. Nein, ein Ausbruch ist nicht strafbar, weil es ein Menschenrecht ist. Wenn du ausbrichst, beschädigst du ja das Eigentum des Gefängnisses zum Beispiel. Da muss ich dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Dass sowas nicht passieren kann. Naja, die beschädigt eher sich statt die JA. Wenn du ohne etwas zum Beispiel, wenn du ohne etwas zu beschädigen ausbrichst, welche Kleidung du trägst, trägst du gerade im Körper, die von der JA zum Beispiel. Ja, aber wenn du, nur mal so als Beispiel, wenn du nackt aus der JA ausbrichst, dann hast du die Kleidung ja nicht mitgenommen. Also nur so, rein rhetorisch meine ich natürlich nur.
Der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja, aber du musst dich ja nicht dabei erwischen lassen. Also. Ja. Ist ja blöd, wenn du dann dabei erwischt wirst, ne? Ja, ist halt das am Hals. Aber was ist, wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Blatt oder so nimmst, das ist einfach da. Davor tust, dass es halt eben verdeckt ist. Dann ist es ja nicht mehr ganz Erregung öffentlichen Ärgernisses. Aber unter die Belästigung könnte es trotzdem fallen. Also, könnte. Es sind schon wieder Gespräche hier. Wie wahrscheinlich ist es, dass du in einem Gefängnis dabei nicht gesehen wirst? Antons Verletzung. Ja, es sind halt viele Sachen, die dazu kommen könnten. Du hast dein Gehalt in 35 Euro ein. Ja, es ist halt alles Kamera überwacht. I mean, this. Und da du ein flüchtiger Straftäter bist, hast du sowieso einen Festnahmeauftrag. Das ist richtig. Deine Zeit ist vorbei, geh zum Besucherzentrum. Ja. Ja, gut. Komme ich da jetzt hin? Ja, gut. Das ist jetzt. Hier. Fest. Ja, ich kann ja nichts dafür. Normalerweise könnte ich ja hier durchs Tor zurückgehen, aber das Tor war halt irgendwie nur von einer Seite auf. Das ist jetzt... Du müsst mich halt irgendwie rausholen und jetzt... Anders geht's nicht. Wie in Gottes Namen sollen wir was davon mitbekommen? Ich glaube, du brauchst einen Support. Geh einfach kurz Support, bitte. Ja, ich bin auf... ich mach schon. Bin gleich wieder da.
So, wir haben's. Es hat einen kleinen Moment gedauert, mich da rauszukriegen. Aber ich bin draußen. Ich mach das nicht nochmal. Ich versuch nicht nochmal irgendwie auf irgendeine Art und Weise auszubrechen. Das geht nicht gut, wie wir jetzt gesehen haben. Ups, mein Gott, verdammt, das trinkt schon wieder. Die näher wieder am Funk. Das verstanden. So. Ich glaube, Sheriff hat Probleme mit Polizei. Aber ganz kurz hier. Was hat er? Ich glaube, der Sheriff hat ein Problem mit der Polizei. Wieso? Also war gar nicht, wo er hingefahren ist. Ich habe nur gesehen, wie ihn die Polizei verfolgt hat. In der Nähe vom Meth. Mein werter Herr Mordkollege ist nie da, zumindest wenn ich da bin. Der ist eh ganz selten da. Warum ist meine Grafik so dunkel? I mean, what the heck? Ich sehe ja überhaupt nichts. Das ist ja ekelhaft. Ich sehe ja gar nichts. Hat dabei nichts dabei gehabt. 1,80. Hier stimmt doch irgendwas nicht gerade. Moment. Load Configuration. Ich konnte gerade nichts mehr sehen, obwohl mein Mod aus war. Darum bin ich erstmal gegangen, weil so hätte ich nichts machen können. Ja, irgendwie. Siehst du da, wo der Dings ist? Hier, da sehe ich ja was, aber hier auf der Seite sehe ich nichts. Also irgendwie ist. Irgendwas ist gerade. Ja, wenn ich es da ausmache, dann sehe ich genauso wenig. Das ist halt das Problem. Und das liegt halt daran, weil es hier gerade nicht beleuchtet ist. Das könnte ja auch sein. Also so stelle ich mir das vor. Gerade. Laufe ich jetzt über die Autobahn? Ich meine, ich habe hier oben eh kein Auto. Aber da oben sehe ich wenigstens was. Moment. Die näher kurz Powernap. Ja, so verstanden. Gute Nacht.
Moment, versuchen wir es nochmal hier. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Weil eben gerade ging es ja noch. Kann ja nicht von jetzt auf gleich einfach kaputt sein. Irgendwas stimmt doch nicht. Ich hab schon wieder alles kaputt gemacht. Schauen wir mal, ob es jetzt wieder funzt. Die näher wieder am Funk. Verstanden. Jetzt passt es aber wieder, komischerweise. Kannst du mich an der Autobahn abholen? Ich verstehe es gerade, ich renne gerade selbst durch die Gegend. Das ist jetzt kacke. Das Ding ist, Sheriff ist gerade von der Polizei verfolgt worden, deshalb kann ich nichts machen. Ja, dann laufe ich zu Fuß in die Stadt. So blöd, wenn die Polizei mich sieht. Ich laufe rechts am Seitenrand. Ich verstehe es nicht, jetzt passt es komischerweise wieder. Das sieht man, wenn er zur Polizei unterwegs ist. Moment. Na, na, jetzt bin ich nicht los. Mega ist gerade bei mir. Grüße. Begrüße. Hallo. Will ich's wissen, was du da machst, oder? Ja, nach da hinten laufen. Wo? Da, querfeldein wollte ich. Wollte irgendwo runter Richtung Stadt und deswegen wollte ich extra da quer durch die Wiesen. Nein. Es ist eine Autobahn und keine Fußgängerzone. Ja, das weiß ich. Deswegen ja auch da bis zum Berg und dann. Nicht einmal zum Berg. Und wenn ich aber hier runter gehe und dann da den Berg rauf? Sie dürfen nicht in die Nähe der Fahrbahn. Nein, nein, deswegen meine ich ja hier runter und dann da hinten rauf. Solange sie nicht in die Nähe der Fahrbahn kommen, ist es wurscht. Nein, nein. Solange sie da irgendwie kein Zelt aufschlagen und, weiß ich nicht, Ureinwohner spielen, dann... Warum sollte ich? Sorry, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie gerade aus dem Etablissement hinter ihnen kommen. Vielleicht. Okay. Aber dann... nach hinten runter und irgendwie einen Wanderweg oder sonstiges noch hinsuchen, aber nicht über die Autobahn. Nein, nein, nicht über die Autobahn. Da, quer über die Wiesen. Sehr schön. Perfekt. Dann bin fort. Adios.
Oh Gott, Vibes. Hallo Markus. Grüße. Ja, hab mich mal schnell aus der Sache geredet. Ja, also eigentlich wollte ich gerade quer durch die Wiesen laufen. Ich hatte nicht vor, an der Autobahn lang zu laufen. Ach ja, wer kennt es nicht? Weil eben aus dem Häfen kommen und dann einfach... Ich wollte ja nur mal durch die Wiesen spazieren. Kann ich mir die Strafe eigentlich bezahlen? Ach Gott, ich hasse dieses Handy. 36.000. Ich kann fast die Strafe bezahlen. Also ich kann sie zahlen, aber... Ich will sie noch nicht bezahlen. 10.000. Ein Wahnsinn. Ich habe schlechte Erfahrungen auf dieser Ecke mit Rumrennen. 2.0 bin ich versehentlich hier die Klippe hier seitlich die Ecke runter getasert worden. Ich bin zu Fuß geflüchtet, wollte hier langrennen, hab dann die Ecke gesehen, bin dann hier lang gerannt und dann hat der Taser tschüss gesagt. Voll Jas. Hab mich gerade rausreden müssen. Ja, was hast du dir ausreden müssen? Naja, ich wollte ja eigentlich an der Autobahn langlaufen, um in die Stadt zu kommen. Ja. Plötzlich stand ein Sekt im Mittel neben mir. Ich habe dann gesagt, ja, also ich habe gerade eigentlich nur geplant, durch die Wiesen zu laufen. Ja. Ja, geil. Hat dann funktioniert. Juckt die Nase. Ah. Schwuppdiwupp. Keine Strafe, du hast Gelände drauf bekommen. Ich wurde übrigens beim Biller erwischt. Ich hab's mir schon fast gedacht. Aber es ist schon DR. Mühle. Danke. Danke, danke. Ja, weißt du, ich hab grad mal angefangen, dreh mich um, auf einmal stehen die da, zack, Schüsse fliegen mir entgegen, weil ich natürlich die Waffe auf die gerichtet hab. Ja. Ich sollte niemals die Waffe zuerst in der Hand haben. Ja. Scheiße gelaufen. Ich habe aber zum Glück statt 45 Monate nur 20 bekommen. Ja, das ist wirklich gut. Manni, ich habe 5 Gramm Meth bei mir gehabt und ja, habe dafür auch Ärger bekommen. Ich habe gesagt, das wäre doch ein Eigenbedarf. Ja, nee, tut's nicht. Ja, keine Ahnung, angeblich gibt's keinen Eigenbedarf. Bedarf gibt's nur bei Marihuana, glaube ich. Nein, bei Meth eigentlich auch. Sicher? Ja. Das ist mal neu. Moment. Was ist mit Marihuana? Dieser Baum bei der UMTC ausgestellt. Der geht mal schon auf den Kipp.
Ich hab dem AMD-Funk was zukommen lassen. Sekunde. Wie gesagt, ich wollte ja nur mal durch die Wiese marschieren. Ach Gott. Nee. So, am Ende kann ich das jetzt auch nicht. Ja, okay, schauen wir das später. Jo, mach das. Ich hatte eigentlich mit meiner Quetschung aus. Okay, interessant. Ist durch den Reconnect weggegangen. Ich finde das mit der Grafik so interessant, mit den sich bewegenden Kabeln hier. Das ist jetzt Wandern mit Scholz hier. Der Rückweg vom Häfen. Ganz spannend. Mein Kopf steckt unter dem Baum fest. Ich wollte gerade sagen, mein Kopf steckt im Baum fest. Oder? Wir sind ja bald in der Stadt. Bald. Jetzt gleich in der Stadt. Ja, wenigstens etwas, gell? Da hinten steht einer. Ja. Oder warum hat Zeit? Bei mir nur ein paar Stunden. Da kommt schon wieder ein Funkwagen zu mir. Das ist natürlich nicht so gut. I hate it. Das kannst du doch gar nicht. War unterwegs. Alles gut mit denen? Ja, alles gut. Warum rennen sie da neben der Autobahn? Ich komme gerade aus Mödling. Aha. Ja, ich bin wohin aber. Ich bin aber Sie? In die Stadt. Der wollte noch keinen einzigen Flug gesehen. Ja, einfach Richtung Stephansplatz muss ich. Und das haben sie jetzt vor zum Laufen. Ja, auch wenn es ein bisschen kalt ist. Ja, abholen können. Nee, leider nicht. Mit dem funken sie dann die ganze Zeit. Mit einem Kollegen, aber der. Ja, der hat gerade kein Auto. Oder kein Führerschein. Irgendwas fehlt denen auf jeden Fall. Steigen sie ein. Das ist nett, danke. Gary, Ehrenmann. Ziemlich frisch geworden. Deshalb, ja.
was wir da vor ihrer Cardio-Session neben der Autobahn zusammenklappt kippen. Ja, so nah an der Autobahn war ich ja gar nicht. Ja. Aber gut, mit den Nervisa umklappen ist auch nicht gerade besser. Ja. Allgemein Automan möchte man in der Nähe sein. Ja. Oh, Gary hat Kopfschmerzen. Hier ist ja was los. Dankeschön, sehr nett. Bitte sehr. Schönen Abend noch. Gleichfalls, Rückendienst. Danke. Ich bin wieder da, mich hat ein Funkwagen in die Stadt gefahren. Grüß dich, Frau Scholz. Hallo. Den Weg zeigen Sie mal jetzt, den was Sie jetzt zurückgelegt haben. Grüß Gott. Ja, ich hab's gut verstanden. Ja, also wie gesagt, ich bin quer durch die Wiesen gelaufen. Ja, wir fahren jetzt dorthin zurück und dann rennen wir das alles nochmal zurück und dann zeigen Sie mir, wie wir das in 7 Minuten geschafft haben. Nein, Ihr Kollege hat mich den Rest mitgenommen. Der war so freundlich. Welcher Kollege? Ich weiß nicht, wer er heißt. Doch! Gerald, irgendwie? Mehr weiß ich nicht. Der ist nicht da. Irgendwer hat mich mitgenommen. Und hat mich eben gerade da abgesetzt. Deswegen kommen wir uns von dort. Wie, na, er hat mich da drüben abgesetzt und bin ich ausgestiegen und bin ich hier rüber gelaufen. Warum sind Sie dann über... Ich bin über den Zebrastreifen gelaufen. Er hat mich da drüben auf dem Parkplatz ausgesetzt. Ich sehe keine Streifenlüge. Caller 1, sagt die 4. Haben Sie gerade die Frau Schulz mitgenommen oder erzählt mir die gerade was? Sie sind ja doch da. Achso, danke. Hab ich ja gesagt. Glückwunsch. Ja, sicher. Glückwunsch. Haben wir es geschafft, gell? Haben wir es geschafft. Was denn? Den Eintrag oder dass mich wer mitgenommen hat? Wie fühlt man sich als erfolgreicher Straftäter? Es war halt eine scheiß Idee. Ich bin immer froh, dass die drei Herrschaften da sind. Kann ich nicht offen reden. Können auch darüber gehen. Mm-mm. Alle, die was einen Strafeintrag haben, heben wir mal die Hände. Ach komm, hör auf. Hier. Das ist frech. Das ist das so frech. Nicht so viele Hände. Ach, echt. Sabububu. Ich hab gedacht, jetzt heben alle die Hände. Hallo? Hast du einen Strafeintrag? Ich? Ja. Wir sind die da. Bitte? Haben Sie einen Strafeintrag? Muss er kurz überlegen. Interessant. Noch nicht. Was heißt noch? Kollege von Securities. Nein. Frau Kollegin. Nein, ich habe keinen Strafeintrag. Was tun wir denn? Der Herr. Ach, sicher, was dann? Verleumdung. Obwohl, ich lehne mich mit Paragraphen aber nicht so weit aus dem Fenster, wenn die Kollegin neben mir steht.
reißt mich dann von unten bis oben wieder auf. Nein, vor allem wieder. Nein, das würde ich nie tun. Das klingt, als wenn das häufiger passiert. Fragt sie mal eine Sache, die was euch jetzt spontan einfällt. Oh Gott. Sind sie schwul? Du musst unbedingt reinscheißen. Ich kann jetzt nicht wirklich schwul sein, weil für Frauen wär's lesbisch. Nein, nicht sie. Ich meine der Herr. Paragraph für Körperverletzung. Für mich ist sowas keine Beleidigung. Nee, überhaupt nicht. Es ist halt eigentlich eher ein Kompliment. Aufgrund dessen, dass homosexuelle Männer meistens die beliebteren sind unter den Damen. Und vor allem die hygienischeren. Und wenn ich da mal so in die Menge reinrieche, sind derer. Riecht nach Scheiße. Oha, das war jetzt eine Beleidigung. Nein, ich habe festgestellt, nach was es hier riecht. Nee, das war Beleidigung. Nein. Doch. Sabububu. Hast du gerade gesehen, was der Kollege hinter meinem Rücken gemacht hat? Welcher Kollege? Der hat ihren Funkfang entwendet. Nein, hat er nicht. Er hat ganz was anderes gemacht, viel subtiler. Sehr spannend. Was? Also ich habe nur gesehen, dass eben gerade nach zwei Funkwegen standen, einer jetzt da drüben steht. Ja, das stimmt. Das hat einen gewissen Grund, ich weiß schon welchen. Er hat da geparkt, ist dann in den vorderen eingestiegen, ist mit dem weggefahren und... Ich weiß auch warum. Sabo, nach was riecht's hier? Scheiße. Also, schon. Rechts. Gut, danke, wieder schauen. Das geht auch. Moment. Ich hole jetzt meine Mopetten, ich bin gleich wieder da. Hier passt. Jetzt schneit es ja in den... Oh mein Gott. Ich darf meine ganzen Schlüssel wieder durchgehen. Welcher ist denn das jetzt? 2. Okay. Warum habe ich das Outfit eigentlich jetzt Max? Achso, ja, stimmt, weil ich mich verschrieben hatte. Ja, ja. Scholze in Deutsch. Funktioniert irgendwie nicht immer. Na, das passt eh. Oh. Really? Egal, das passt so. Das sieht jetzt keiner. Schuppdiwuppdidu. Haben Sie mich vom Autohaus übergeben bekommen? Eigentlich zu einer Garage. Ich glaube, Chef, bitte. Gegenüber ist eine Garage. Da ist das Chef. Das ist
Hallo? Ah, doch, schau, kann sich bei ihm bewerben. Jetzt sofort. Okay. Geh hin, sag, du willst dich bewerben. Am besten sagst du noch, du willst sofort aufgenommen werden. Guten Tag. Dr. Meier, Chefarzt der Berufsrettung Wien, Leiter der Zentralen Notaufnahme des AKH Wiens, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Bitte. Nein, das stimmt. Warum? Digga, ich bin jetzt gerade am Stefansdom. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich jetzt. Aber was? Hä? Oder ich bin verwirrt. Also erstens Kennzeichen wollte ich wieder dran machen, weil da vorhin ist das ganz dezent schief gegangen, als ich das wieder dran tun wollte. Da habe ich dann nämlich die Stadt von unten gesehen. Ist okay, Digga. Wenn sonst nichts ist. Gut, dass es hier einen Bankomaten gibt. Yep. Pin ist natürlich kein Geheimnis, weil es mein Geburtsdatum ist. Ah, ich weiß, was ich wollte. Genau. Erst Kennzeichen, dann AMS. Jetzt 14.03. Oh, scheiße. Ich bin so voll Idiot. Da war ich ein bisschen hektisch. Die Frage ist, wo war das Kennzeichen jetzt? Da. Oh Gott. Oh oh, Funkwagen. Das war jetzt risky. Das war verdammt risky. Risky, genau. Klar. Risky. Ja. Aber er hat mich nicht bemerkt, das ist gut. Jetzt auch ziemlich geschissen gewesen. Hätte ich das wieder erklären müssen. Der jetzt. Ja. Ich war irgendwo da. Wir können im Hennhaus vorbeischauen. Theoretisch.
Oh Scheiße. Ich weiß halt nicht, ob die das erhalten. Können wir mal hochfahren. Ich hoffe, der Funkwagen steht da vorne nicht mehr. Sieht aber nicht danach aus. Obwohl... ich glaube nicht. Obwohl, ich glaube doch. Ja, doch. Fahr ein bisschen schneller. Ich hab nicht ewig Zeit. Was will er? Ach, Scheiße. Grüß Gott. Einmal rechts, bitte. Alles klar. Ach, Scheiße. Ich hab schon wieder Möff dabei. Alles in Ordnung? Na klar. Wieso? Soll denn nicht in Ordnung sein? Na, haben Sie denn... Führerschein für das Fahrzeug? Nur selbstverständlich. Bitte sehr. Haben Sie mir den jetzt gegeben? Ja. Selber freundlich. Nur sicher. Wunder. Gut. Sichere Fahrt. Wiedersehen. Vorsicht. Dankeschön. Bis zum nächsten ist es noch 80. Ja. Ja? Gut, okay. Warte, ich lasse ihn noch. Ja, ja. Gary. Detzen. Da vorne ist noch 80 und ich war 100. Ach, hey. Mit dem Moped hätte ich so gut abhauen können. Ich schiebe immer so Paranoia, wenn ich hier hochfahre, dass da irgendwer zum Blitzen steht.
schauen, ob er da ist. Ja, was ist denn der? Gibt's denn eine Antwort noch? Was meinst du? Gibt's denn eine Antwort noch? Wie heißt der? Schäfer oder wie der Typ Kasma? Ich glaube nicht. Und du Schalt! Hallo! Ich bin gerade aus dem Gefängnis! Hallo! Das Wetter! Hast du irgendwelche Anwälte? Jetzt brauchst du jetzt einen Anwalt. Einfach so, wenn wir wieder bei der Polizei sind irgendwann. So. Hallo, ist da wer? Ich glaube, hier ist gar keiner. Dann gehe ich halt wieder. Ich wollte gerade eigentlich zum Herrn ausgehen, aber ist keiner da. Bitte? Ich wollte gerade eigentlich zum Herrn ausgehen, aber ist wohl keiner da. Ich habe beim Herrn aus noch nie einen gesehen. Ich auch nicht. Doch! Ah ja. Da, wo ich mein Moped hochgejagt habe. Da habe ich mal wen gesehen. Okay, gut zu wissen. Jedes Mal, wo ich mit meinen Brüdern dort war, wurde nichts los. Ja, ich war jetzt auch gerade da. Es war zwar auf, aber es war keiner drin. Aha, die Dame, sie haben eine sehr interessante Facecam. Meine Facecam ist immer interessant. Gegenstände können das Schuppdiwuppdiwu. Okay, jedes Mal, wenn ich einstecke, habe ich gefühlt überall irgendwo Autos drin stehen. Crazy, müde wie immer. Na dann, ach viel Spaß. Pause zu Ende, weiter zurück zur Arbeit. Rawr. Ich verliere dann noch meinen Führerschein heute auch noch.
Fahr Tempomat rein und gib ihm. Es ist ja erst ab 180 Salaten weg, ich fahr 179. Okay, das steht da nicht mehr. Interessant. Sehr interesting. Scholz, wir gehen schlafen. Gute Nacht. Jo, alles klar, gute Nacht. Gute Nacht. Seid ihr morgen da? Ja, vermutlich. Alles klar. Schlafen Sie später noch gut. Ciao. Jo, danke auch. Ja, gut. Ich mach für heute den Stream aus. Und vielleicht morgen wieder, vielleicht übermorgen. Schau mal, ich habe noch einiges zu tun. Es ist noch so viel zu erledigen und ich bin danach meist einfach nur fertig. Ich bin heute auch eigentlich total müde, aber es wird mal wieder Zeit zum Stream. Dann danke ich allen, die heute dabei waren. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. So. Bis zum nächsten Mal. Felix, mach keinen Blödsinn.